Pressekonferenz nach dem Spiel, Austria gegen Sturm 2:1. Ich darf Manfred Schmidt bitten um ein Statement zum Spiel. Ich denke, du bist heute sehr zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis. Ja, natürlich. Dieser Sieg war halt für uns goldeswert. Die drei Punkte haben wir in einem engen Spiel, das wir für uns entscheiden konnten. Endlich haben wir wieder sehr, sehr gut gespielt, die Chancen auch verwertet, obwohl wir das Spiel eigentlich früh entscheiden müssen. Die erste Hälfte war es für mich relativ ausgeglichen, bessere Torchancen auf unseren Seiten, auf unserer Seite. Zweite Hälfte war es dann so, dass wir relativ schnell in Führung gegangen sind, haben Glück gehabt, dass wir nicht den Ausgleich kassieren durch Jeboa, ich glaube den Schlangenschuss. Ja, und dann nach der roten Karte musst du das Spiel eigentlich entscheiden für dich. Situationen nicht gut fertig gespielt, die Chancen nicht genützt und dann kommst du in Schwierigkeiten. Und das ist ein Thema, an dem wir sicher arbeiten müssen, weil musst du einfach besser zu Ende spielen. Dankeschön, Manfred. Fragen bitte. Ralf kommt mit dem Mikro. Peter Klöbel von der Kronenzeitung. Manfred, ich denke schon nächsten Sonntag, weil das ist ja für euch jetzt das Spiel der Spiele. Naja, gibt logischerweise Selbstvertrauen und für die Moral auch. Wo sagst du jetzt, ist der nächste Schritt für euch? Eben diese Chancenverwertung oder hinten die Stabilität? Ja, ich denke mal, dass wir erste Hälfte oder lange Zeit sehr stabil gestanden sind, dass wenig passiert ist, dass wir das taktisch gut gemacht haben, dass wir uns richtig gute Chancen erarbeitet haben. Aber ich glaube, dass wir in vielen Situationen einfach noch geduldiger, noch ruhiger bleiben müssen, besseres Passspiel noch. Also es gibt viele Themen, die wir bearbeiten müssen. Und am Ende hat man gesehen, dass da viel Erfahrung fehlt, wo du einen Ball nicht in die Ecke führst, obwohl es die letzte Minute ist oder die letzten zwei Minuten, obwohl du Situationen nicht besser ausspielst. Wir haben eine Situation, wo wir 2:0 führen und versuchen hinten rauszuspielen, statt dass wir es eng machen, dass wir rausrücken, dann auf den zweiten Ball zu gehen, damit nichts passieren kann. Aber ich finde es trotzdem gut von den Jungs, dass sie versuchen Fußball zu spielen, dass sie bereit sind, Risiko zu gehen. In der Situation ärgert es mich halt, aber das sind alles so Themen, an denen wir arbeiten müssen und einfach besser werden müssen. Weitere Fragen? Stefan Oellerer, Ö-News. Diesmal war es wieder so, dass zwei junge Spieler oder die Spieler der Wien Austria, die aus dem eigenen Nachwuchs kamen, die Tore geschossen haben. Es scheint sich der Weg jetzt zu bewähren, den man jetzt in der letzten Zeit eingeschlagen hat. Oder wie sieht das der Trainer? Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht der Weg in der letzten Zeit. Wir haben sie entschlossen, als ich angetreten bin, den jungen Weg zu gehen. Wir haben viele Spieler nicht verlängert. Wir haben, glaube ich, 14 bis 16 Spieler nicht verlängert. Also es wäre schon die Möglichkeit gewesen, den einen oder anderen erfahrenen Spieler noch mitzunehmen. Wir haben gesagt, wir wollen diesen Weg gehen. Auch die finanzielle Situation war so in diese Richtung. Im Moment zeigt sich, dass das ein richtiger und guter Weg war. Als wir begonnen hatten, war keine Rede von irgendwelchen jungen Spielern, die in nächster Zeit bei Austria Wien spielen könnten oder die diesen Weg gehen könnten in der Kampfmannschaft. Also natürlich hätte es auch schief gehen können, aber wir waren davon überzeugt, dass es diese Spieler gibt. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Weg der einzige richtige ist und im Moment sieht es sehr, sehr gut aus und die Spieler entwickeln sich richtig gut. Und zwei, drei Fragen noch an deinen Trainer. Ich sehe keine Handzeichen mehr, dann sagen wir Dankeschön, wünschen einen schönen Sonntagabend und Presse.